Und damit herzlich willkommen zu diesem späten Video, beziehungsweise ist eigentlich nur bei mir spät, bei euch ist es halt abhängig davon, wann ihr das Video schaut. Ich bin gerade komplett im Herbstmodus auf jeden Fall. Man sieht es vielleicht auch so, ich bin halt ein Herbstmensch. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade erzähle, an sich ist das wahrscheinlich komplett egal. Aber ist ja auch vollkommen wurscht, in dem Video soll es auf jeden Fall nochmal um das Thema Godzilla Singular Point gehen. Zusammen mit Sebastian von Filmstarts habe ich schon über das Thema gequatscht. Der Stream hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise hat der Ton hier und da ein bisschen versagt. Ich entschuldige mich dafür auf jeden Fall. Das Ganze wird mir nicht nochmal passieren. Ich habe das Ganze jetzt aber auch schon geregelt. Ich weiß, woran es gelegen hat. Und wenn wir noch ein weiteres Mal über Godzilla sprechen sollten, wird das nicht mehr passieren. Allerdings habe ich mir durch unser Gespräch gedacht, vielleicht sollte man das Thema Godzilla Singular Point doch nochmal abschließend kurz zusammenfassen. Denn ich glaube, meine Meinung kam ein bisschen negativer rüber, als es im Endeffekt schon war. Die Serie hat sehr viele negative Punkte und hat sehr viele Kritiken und Schwachstellen. Aber in dem Video möchte ich über die drei Punkte reden, die mir am besten gefallen haben. Aber natürlich auch über die drei Punkte, die mich am meisten genervt haben. Und damit möchte ich jetzt hier das Thema Godzilla Singular Point abschließen. Zur ersten Staffel. Wenn es nochmal eine zweite Staffel geben sollte, gibt es dazu natürlich auch ein paar Videos. Aber dazu weiß man bis jetzt noch überhaupt gar nichts. Bis eben auf die Post-Credits-Szene der ersten Staffel, wo Mechagodzilla angeteasert wurde. Aber das heißt ja nicht, dass eine zweite Staffel bestätigt ist. Denn laut Netflix wird es nur eine zweite Staffel geben. Wenn Staffel 1 gut ankommt, das ist gerade auf so einer Waage. Den einen gefällt es richtig gut, die anderen finden es richtig scheiße. Da muss man jetzt eben mal gucken, was dann am Ende daraus wird. Gut, wir fangen erstmal an mit den positiven Punkten und das hier ist mein positiver Punkt Nummer 1. Die Designs. Und wenn ich sage Designs, meine ich auch wirklich die Animation, kann man das sagen? Ich meine, es ist ja ein Anime, die Animation der Kaijus tatsächlich und das habe ich nicht gedacht. Ich habe mir, als ich den Trailer gesehen habe, gedacht, das sieht vielleicht scheiße aus. Ich bin jemand, für die Leute, die es noch nicht wissen, ich kann mit Anime per se nicht immer was anfangen. Anime müssen mich überzeugen. Anime dürfen bei mir nicht zu überzeichnet sein. Tatsächlich dumm, weil das genau Anime ausmacht, diese Überzeichnung. Ich weiß das, aber das ist mir... One Piece ist mir zu viel. Naruto geht dann wieder. So bin ich irgendwie gestrickt. Komisch. Auf jeden Fall habe ich mir dann nur gedacht, das ist mir alles zu... Es sieht einfach alles zu weird aus. Rodan sieht nur noch aus wie ein ganz normaler Pteranodon. Dagegen ist dann Godzilla wieder irgendwie ein japanisches Viech und alles sah so over the top aus. Und in der Serie passt das tatsächlich verdammt gut mit rein. Und zumal wirklich auch die Kaiju dann eine bestimmte Art von Animation haben. Die stechen heraus. Also die Kaiju fühlen sich sehr fremdartig in der Serie an. Was wohl aber auch gewollt ist und was einfach auch super cool dazu passt, da sie ja eben aus einer anderen Welt stammen. Und deswegen heben sich die Kaiju auch von den normalen Figuren ab und von der Umwelt tatsächlich auch. Genauso wie dieser rote Staub, über den wir, glaube ich, auch nicht mehr reden müssen. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, dass die Designs der Charaktere mir dann doch gefallen haben. Und ich rede jetzt hier aber von den Kaiju-Designs. Die restlichen waren halt typisch Anime. Ich würde sogar sagen, dass alle Hauptfiguren oder eigentlich alle Figuren außerhalb dieser Kaijus total austauschbar sind und keinen Wiedererkennungswert haben. Ich meine, wenn ich an Son Goku denke, habe ich Wiedererkennungsmerkmale, nämlich seine lustige Palmfrisur. Bei Naruto habe ich Merkmale, die blonden Haare und diese Katzenstriche oder ob es Narben sein sollen. Wurde es eigentlich jemals geklärt, was das sein soll? Bei Ruffy haben wir dann eben den Strohhut und eben auch seine Narbe. Das sind Wiedererkennungsmerkmale von Anime-Figuren, die sogar ich als Anime-Nicht-Hardcore-Fan mir merken kann. Da, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißen. Also, die sehen irgendwie alle aus, als wären sie Nebencharaktere aus einem also aus einem anderen Anime, die Hauptcharaktere haben. Und die haben dann die Nebenfiguren genommen und haben sie dann in Godzilla Singular Point geklatscht. Irgendwie aber auch wurscht, ist ja auch genau das gleiche Prinzip gewesen wie jetzt bei Pacific Rim. Ich bin der Meinung, da weiß man auch nicht unbedingt mehr, wie welche Figur heißt. Oder außer Idris Elba hat man nicht wirklich die ganzen Figuren auf dem Schirm. Nicht ganz so extrem wie bei Singular Point. So egal waren die da nicht, aber auch da geht es eben ja um die Kaijus. Und bei Singular Point war eben genau das auch der Punkt. Und das haben sie eben ganz gut gemacht. Die Kaijus sahen cool aus. Die Kaiju-Kämpfe waren in Ordnung, da hätte ich gern mehr von gesehen.
Und das sollte es eine Staffel 2 geben, freue ich mich auf jeden Fall auf diese Designs. Da können sie ruhig noch mal ein bisschen mehr aus sich rausgehen. Und einfach auch die Vorteile eines, und ich glaube nicht, dass das wirklich aus meinem Mund kommt, wenn ihr schon ein Anime macht, dann nehmt auch die Vorteile eines Anime und überzeichnet von mir aus die Kaijus in bestimmten Art und Weisen. Hat mich komplett positiv überrascht, deswegen ist das mein erster Punkt, wo ich sage, geil gewesen, die Designs der Kaijus. Dann kommen wir nun zum zweiten positiven Punkt und den kann man auch negativ auslegen. Ich muss aber erklären, warum bei mir erstmal positiv aufgefallen ist. Und das ist eben die Story. Das ist die Story, die ich tatsächlich auch mit Sebastian so extrem kritisiert habe. Aber diese Story ist einfach mal mutig gewesen. Und ich stehe auf sowas, wenn man sich wirklich auch mal traut, was anderes zu machen. In dem Fall ist es jetzt vielleicht mehr oder weniger gefloppt, weil man einfach zu viel wollte und das Ganze nicht vernünftig zu Ende gebracht hat, beziehungsweise war plötzlich alles in dieser Serie war irgendwie ein Mythos gewesen. Ich sag nur die eine Szene, in der das Mädel den Koffer nicht aufkriegt und fängt dann an zu philosophieren. Ah, das ist jetzt wie mit dem Ei oder dem Huhn. Der Schlüssel ist drin, der Koffer ist abgeschlossen. Aber du kannst den Koffer nur mit dem Schlüssel abschließen. Was? Und da gibt's dann eben ganz viel von diesem Pseudo-Wissenschaftlichen. Irgendwann weißt du auch nicht mehr, ist das realistisch, was sie da erzählen, oder ist es kompletter Humbug und irgendwann ist es dir auch wirklich scheißegal, weil es einfach so absurd wird. Aber einfach die Idee dahinter zu sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach diese Kaijus und erklären mal eine andere Origin-Geschichte, nämlich, dass sie wirklich aus einer anderen Welt kommen. Nicht aus dem Meer, nicht aus dem Weltall, nicht aus dem Mittelpunkt der Erde, aus der Hollow Earth, sondern diese Figuren, diese Kreaturen kommen wirklich aus einem Paralleluniversum, beziehungsweise einer anderen Zeit. Ich kann es gerade schon sehr schwer erklären, ihr merkt es schon, weil es auch irgendwie alles keinen Sinn ergibt, aber die Idee, den Ansatz finde ich ganz cool und ich mag es wirklich sehr, wenn man Ansätze hat und Sachen versucht neu zu interpretieren. Es ist hier nicht ganz so gut gelungen, aber ich muss wirklich sagen, das ist sehr positiv, den Versuch hier zu starten. Und ich bin der Meinung, mit einer zweiten Staffel könnte man das Ganze wieder gerade biegen. Man sollte auf gar keinen Fall den Fehler machen und eben in Staffel 2 jetzt das ganze Ding weiterspinnen und noch komplexer machen. Man sollte das nehmen, was man eben jetzt hat und das vielleicht langsam und ruhiger erklären. Und damit könnte man dann auch Staffel 1 wieder so ein bisschen reinigen. Wenn man dann in Staffel 2 auch versteht, was in Staffel 1 passiert ist, wisst ihr, wie ich das meine? Hat mir auf jeden Fall an sich gefallen, dass man eben hier ein neues Konzept eröffnet hat und ja, das auch wirklich bis zum Ende hin durchgezogen hat. Da kann man wirklich meckern, man muss aber einfach mal sagen, Props dafür, ist mutig gewesen und mehr davon. Auf gar keinen Fall wieder zurück und wieder Richtung Marvel gehen. Jetzt kommt wieder der klassische Marvel-Rant, tut mir echt leid, dass sich immer wieder jeder Film gleich anfühlt. Macht das nicht, dann probiert Sachen aus, wenn die eben dann nicht funktionieren, dann ist es halt so. Aber dann wisst ihr wenigstens, okay, jetzt können wir es anders machen. Finde ich eine ganz coole Sache. Deswegen mein zweiter positiver Punkt ist auf jeden Fall die Herangehensweise an die Story. Ja, und jetzt kommt mein letzter positiver Punkt und das ist tatsächlich die Laufzeit. Das Ganze hatte 13 Folgen, bin ich der Meinung. Das war relativ knackig. Eine Folge ging ungefähr eine halbe Stunde, waren das, glaube ich. Hat sich auf jeden Fall sehr kurzweilig angefühlt. Und mag sein, dass das auch am Ende ein Stolperstein gewesen ist, dass man sich eben nicht genug Zeit genommen hat. Ich bin der Meinung, nein, der Stolperstein ist, man hatte genug Zeit gehabt. Man hat aber andere Dinge erklärt, die egal waren, wie die Szene mit dem Koffer. Ach, die werde ich nie vergessen. Man hätte die Zeit einfach nutzen sollen und hätte... Also wir hatten eine Lösung gehabt. Es gab am Ende, oder relativ früh, ich glaube in Folge 3 hat man die erste Lösung präsentiert mit diesem Kristall, mit dem Lichtstrahl, der durch beide Zeiten durchgeht und deswegen können die Kaijus vorhersehen, was die Menschen eben machen. Das wäre die Lösung gewesen. Darauf hätte man aufbauen sollen. Stattdessen hat man aber eben den Fehler gemacht und hat dann neue Theorien, neue wirre Konzepte aufgefahren und die dann eben nicht richtig zu Ende gebracht, bin ich der Meinung. An sich hat es aber wirklich Spaß gemacht, dass die Folgen wirklich kurz und knackig waren. Ich bin eigentlich jemand, ich liebe lange Folgen, ich liebe Episoden, die über eine Stunde lang gehen, von mir aus finde ich geil. Hier hat es aber ganz gut gepasst, weil man sich hier wirklich versucht hat, in verschiedenen Episoden bestimmte Themen anzusprechen. Wie gesagt, der Fehler war einfach, man hat hier aber nicht bestimmte Themen angesprochen und sie gelöst, man hat Themen angesprochen und sie stehen lassen. Nächstes Thema und stehen lassen. Und das immer weiter gemacht, bis am Ende dann eben so viele Themen da waren und die Lösung am Ende, naja,
Ich will es nicht spoilern, aber die war schon ziemlich scheiße. Und jetzt kommen wir mal zum Negativen. Das muss natürlich auch besprochen werden. Die Story. Die Story, die ich eben noch als positiv hervorgehoben habe, ist mitunter die größte Schwachstelle der gesamten Serie, weil sie einfach nicht verständlich ist. Und ich habe die Staffel letztens erst gesehen, kurz vor einem Livestream mit Sebastian zusammen. Und ich habe mir schon gedacht, okay, stell dich jetzt schon mal darauf ein, dass du komplett blöd dastehst. Und ich habe Sebastian erst mal gefragt, ob er zusammenfassen kann, was da passiert ist. Und er war auch total überfordert. Und da habe ich mir gedacht, okay, es geht nicht nur mir so. Sebastian ist jemand, der viele Filme guckt, viele Serien guckt, der gewohnt ist, Filme zusammenzufassen und zu verstehen, auch komplexe Filme. Und sogar er kam da ins Struggeln. Das liegt tatsächlich aber nicht an uns. Das liegt daran, dass die Serie, die ist in verschiedene Steps aufgebaut. Und diese Steps, die passen nicht zusammen. Wir nehmen einmal das Thema Zeit und andere Dimensionen. Dann nehmen wir irgendwie das Thema mit der Technologie, mit dem Jet Jaguar, der eigentlich auch sehr positiv ist. Die Story von Jet Jaguar ist sehr positiv hervorzuheben nochmal. Die habe ich nämlich gar nicht erwähnt vorhin. Deswegen hat das nochmal auch eben keinen Sinn gemacht. Aber Jet Jaguar ist auf jeden Fall sehr positiv. Also haben wir jetzt eben hier die Story von Zeitreisen oder von verschiedenen Zeiten, Universen, dann von Jet Jaguar und dann eben nochmal so ein Evolutionsding, was uns erklären möchte, wie die Kaijus sich an unsere Begebenheiten anpassen. Und das alles wird mit so einem riesen Netz an wirren und komplexen Dingen zusammengedrückt, quasi wie in so einen Sack. Und du raffst am Ende halt überhaupt nichts mehr. Also hätte man sich vielleicht mal ein bisschen mehr auf eine Sache konzentrieren müssen. Wie gesagt, das Thema Zeitreisen und so. Ich fand das eine ganz coole Idee. War ein cooler Ansatz, hätte man vielleicht einfach mal verfolgen sollen. Und den Rest mal einfach so ein bisschen weglassen. Weiß nicht. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Gerne auch zu jedem einzelnen Punkt, den ich jetzt hier aufhöre. Würde mich mal sehr stark interessieren. Punkt Nummer 2 sind die Charaktere. Die sind... Die sind nicht mal Charaktere. Das sind mehr Füllfiguren, die gerade so funktionieren, wie die Serie das braucht. Jeder Charakter kann alles, solange bis er es nicht mehr können soll, bis es eben nicht mehr in die Story reinpasst, dann werden die ziemlich doof. Wir haben einen Charakter, der von vornherein der Superhacker ist, der total cool bleibt, wenn die Kaijus kommen. Und kurz danach verschwindet ein Kaiju-Kadaver und er kommt auf die Idee, ja, vielleicht wurde das von einer Kuh gefressen. Also das ist wirklich, das ist jetzt kein Mist, das passiert in der Serie. Dann haben wir eben hier das Mädel, das bei einem Kongress der größten Wissenschaftler die Elite-Wissenschaftlerin auffliegen lässt, die eben das Element nicht ganz versteht, das irgendwie Licht speichern kann. Und die kleine 16-Jährige, wahrscheinlich noch jünger, die sind ja alle immer so extrem jung in Anime, meldet sich dann und ey, ich weiß das, ich weiß, worum es hier geht. Und sie erklärt einfach alles perfekt und danach gibt es einen Cut auf die nächste Szene und dann bekommt sie ihren Koffer nicht auf, weil sie den Koffer am Rücken versucht aufzumachen und das aber nicht checkt. Und dann sagt sie, ja, der Koffer geht nicht auf, lehnt sich dann ganz dramatisch zurück und sagt, das ist wie mit dem Huhn und dem Ei. Was war zuerst da? Und in dem Moment habe ich mir wirklich gedacht, was zum Teufel schwätzt du da? Und das Beste ist, dass dann wirklich so ein Meta-Moment kommt, wo auch das Handy von dem Mädel angeht, weil die Handys da irgendwie auch alle super smart sind. Da ist jeder super smart, außer wenn es wichtig ist, dann werden die extrem dumm. Und das Handy geht auf einmal an, sogar das Handy fragt sie, was hat das jetzt damit zu tun? Und dann erklärt die Kleine das so, naja, ich kann den Koffer nur mit dem Schlüssel abschließen, aber der Schlüssel ist im verschlossenen Koffer. Daraufhin sagt dann das Handy, wirklich, das ist eine Szene, die wirklich so passiert, das Handy sagt daraufhin, wenn du deinen Koffer nur mit dem Schlüssel abschließen kannst, wenn der Schlüssel aber im Koffer ist, dann ist der Koffer wahrscheinlich gar nicht abgeschlossen. Daraufhin dreht die Kleine den Koffer um und macht ihn auf und merkt, ach fuck, der Koffer war nur falsch rum. Eieieiei. Diese Szene ist aber auch sehr unglücklich gewählt, allein, dass die schon so ziemlich doof ist, die aber auch noch direkt hinter die Szene zu schneiden, wo sie gerade die größten Wissenschaftler der Welt auffliegen lässt. Das ist so dumm. Dann haben wir noch den dritten Charakter. Der ist eigentlich komplett egal, weil der ist mir auch noch aufgefallen. Das ist ein Typ, der arbeitet in so einer riesigen Sicherheitsfirma, wo sie ganz wichtige Artefakte plus ein riesen Godzilla-Skelett geheim halten, plus ein Gerät, das eine Melodie abspielt, das die Kaiju anlockt. Und dann rufen dann einfach die Kids quasi an. Unsere Protagonisten rufen dann quasi einfach bei der Sicherheitsfirma an
und fragen, ey, habt ihr das Gerät, mit dem das Signal ausgesendet wurde? Und dann sagt er einfach, ja, aber das war aus Versehen, dass wir das freigesetzt haben. Und also, warum haltet ihr es jetzt nochmal geheim? Ich meine, der ruft da wirklich einfach an. Das ist wie wenn du einfach wenn du jetzt in der Area 51 anrufen würdest und einfach fragen würdest, ey, wie sieht's denn aus? Habt ihr Aliens? Und die würden antworten, ja, die haben wir aber aus Zufall gefunden. Die waren ja, die waren ja schon da, aber dann, die sind halt hier, aber... Ist halt schon doof. Also, ne? Hat das schon mal einer versucht? Vielleicht sollte man da wirklich mal anrufen bei der Area 51. Ja, schönen guten Tag. Hi, Drew, ist mein Name. Unknown. Ich habe mal eine Frage, und zwar, wie sieht es denn bei euch aus mit Aliens? Also ihr merkt schon, die Charaktere benehmen sich halt hier, wie sie halt gerade gebraucht werden. Und das ist, das hat keine Charakterentwicklung. Keiner von denen entwickelt sich weiter. Die fangen super schlau an, sind ab und zu mal dumm, wenn es halt gerade in die Geschichte reinpasst, und dann sind sie halt wieder super schlau. Jet Jaguar ist der Einzige, der eine Entwicklung durchmacht, und das ist halt ein Roboter. Und ja, Sebastian hat es ja schon ganz gut gesagt, eigentlich ist es hier eine Jet Jaguar-Serie. Was auch nicht verkehrt ist, aber ich glaube nicht, dass das so geplant war. Ich glaube wirklich nicht, dass das so geplant war. Naja, gut, ist halt so passiert. Wie gesagt, Staffel 2 kann noch einiges reißen, wenn sie denn kommt. Ich hoffe irgendwie drauf, würde mich echt freuen. Ja, und jetzt haben wir den dritten Negativpunkt, die Laufzeit. Aber Tobi, hast du nicht gesagt, die Laufzeit wäre ein positiver Punkt? Richtig, aber ich habe auch schon erklärt, warum es ein negativer Punkt ist. Sie haben einfach keine Zeit, um den Mist zu erklären, den sie hier aufbauen. Und das gibt es sehr, sehr oft. Das, ich habe es vorhin erklärt, das ist so ein bisschen so eine, wie so eine Treppen-Storytelling. Step-by-Step-Storytelling nenne ich es nicht, ich kann es echt nicht aussprechen. Ihr wisst, was ich meine. Man erklärt was und dann gibt es eben die Treppe hoch und dann gibt es quasi die nächste Frage, die sich irgendwie auftut. Und dann wird die auch erklärt und dann gibt es die nächste Frage. Und irgendwann hängt man aber hinterher mit Antworten und stellt quasi mehr Fragen auf oder mehr wirres Zeug auf, als man wirklich beantwortet hat. Und um dann aber alles am Ende zusammenzufassen, nimmt man dann einfach, man macht nicht mehr erklären, Fragen. Man hat dann irgendwann Fragen und erklärt das dann irgendwie in einem Bogen. Und das führt dann einfach dazu, dass man keine Erklärungen mehr braucht, weil plötzlich alles weg erklärt werden kann. Also es gibt auch wirklich irgendwann keine Konsequenz mehr oder es sind nicht diese Regeln, die aufgebaut werden und diese Regeln bleiben dann eben fest bestehen, sondern es werden Regeln aufgebaut und die bleiben so lange fest bestehen, bis sie im Weg sind im Erzählen der Geschichte und dann werden sie über den Haufen geworfen mit dem nächsten extrem wirren Zeug und das ist wirklich heftig. Das ist auch eine Serie, wo ich sagen würde, es ist egal, ob man die nebenbei beim Kochen guckt oder nebenbei beim Zocken auf dem Tablet irgendwie laufen lässt, was schon ziemlich krank wäre. Oder man sich komplett darauf fokussiert, es kommt, glaube ich, das Gleiche bei raus. Du nimmst genauso viel auf, wie auch, also du nimmst mit beiden Cook-Varianten nimmst du genauso viel Input auf, weil alles andere filtert das Hirn einfach raus. Das nimmst du einfach nicht wahr, weil das ist irgendwie zu intelligent. Vielleicht ist es auch einfach zu intelligent für Leute wie mich. Oder es ist einfach nur kompletter Bullshit. Ich könnte mir beides vorstellen. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt seid ihr aber gefragt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Was seht ihr denn für positive Sachen an der Serie und was hat euch überhaupt gar nicht gefallen? Seid da ruhig mal ehrlich. Und freut ihr euch auf eine zweite Staffel, wenn die wirklich kommen würde? Ich sag ganz ehrlich ja. Wenn sie es hier nochmal auf die Spitze treiben würden, würde ich auch sagen, würde mich mal interessieren, was sie da noch draufsetzen könnten. Ansonsten würde ich eben hoffen, dass man vielleicht hier versucht, Staffel 1 ein bisschen zu bereinigen. Wäre eine ganz schöne Sache. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr den ganzen Godzilla-Content, der jetzt eben kommt, nicht verpassen wollt. Außerdem gibt es ab dem 3. Oktober wöchentlich jeden Sonntag eine Halloween-Special-Story zum Thema Godzilla. Da habe ich mich hingesetzt und habe meine eigenen kleinen Kurzgeschichten selber geschrieben. Quasi alle abgeschlossene Geschichten für sich. Horrorgeschichten aus dem Godzilla-Genre. Und die erste, die eben kommen wird, habe ich jetzt auf Instagram auch veröffentlicht. Deswegen da auf jeden Fall auch mal reinschauen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse, dass ich da ein bisschen harsch mit umgegangen bin. Obwohl eigentlich nicht. Eigentlich war ich relativ nett mit der Serie. Wie gesagt, schreibt ihr mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.